Heute schauen wir uns die besten Skin-Kombinationen Juni an. Ja, der erste Sprachfehler ist auf jeden Fall schon mal am Start. Heute mit Klasmo Karate Band. Ganz wichtig bei meinen Haaren. Und wir schauen uns, wie schon gesagt, die besten Skin-Kombinationen. Skin-Kombinationen im Juni an. Und ich habe mir ein paar rausgesucht, die ich ultra, ultra geil finde. Und wir gehen mal rein, mal gucken, ob ihr eine Skin-Kombi habt. Benutzt Creator Code Sebel, würde mich sehr, sehr freuen. Wir gehen rein ins Video und schauen uns an, was geil ist und was scheiße ist. Benutzt den Creator Code Sebel, Freunde, das würde mich sehr, sehr freuen. Ganz viel Liebe geht hier an euch raus. So, wir landen heute mal wieder ganz entspannt beim UFO und heute soll es ja um Skins gehen. Wie schon gesagt, das ist irgendwie mein Lieblingsort, dieses UFO. Ich weiß nicht warum. Ey, was habe ich denn heute in der Nase, Mann? Das gibt's doch nicht. Und der Typ ist schon mal hoffentlich weg. Okay, gut, perfekt. Kann man schon mit dem ersten Skin anfangen. Und zwar haben wir hier den Rick Sanchez Skin mit dem Backblink von der Milch. Milch Backblink und die Trusty Nummer 2 Spitzhacke. Das ist nämlich diese Spitzhacke mit dem Bleistift. Wir fangen langsam an. Das ist nicht die krasseste Skin-Kombi. Die finde ich aber nicht schlecht, weil Rick Sanchez einer meiner Lieblingsskins ist. Und man könnte hier die Spitzhacke eventuell wechseln in die Spitzhacke, wo Rick im Itemshop auch drin hatte. Also mit Morty als Spitzhacke. Aber man hat hier ein bisschen anders gehandelt und deswegen halt entstand diese Skin-Kombi. Dann haben wir als nächstes den Marco Reus-Skin. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe den Skin kein einziges Mal gezockt, weil ich habe den mir zwar gekauft, also ich hätte ihn mir eh gekauft, aber Epic Games hat mir das ja zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, ich finde den Skin einfach irgendwie richtig wack, so. Versteht mich nicht falsch, so. Ich bin für Deutschland in der EM auch. Marco Reus ist einer meiner Lieblingsspieler in Deutschland, aber irgendwie der Skin juckt mich hier gar nicht. Und Leute, wir haben jetzt hier, wir sind jetzt gerade im UFO, ich will hier goldene Stufe erreichen. Aber gut, Marco Reus Skin mit der Faded Frame Spitzhacke und dem Ball Backbling hier am Start. Finde ich eine richtig geile Skin-Kombo, weil hier schwarz-weiße Akzente nur vorhanden sind. Deswegen finde ich das schon fresh für alle Fußballfans oder Dortmund-Fans, ist das schon richtig nice. Was ich mir immer wünschen würde, ist, wenn Fortnite wirklich die gleichen Trikots nehmen würde, die auch in Real Life dabei sind. Wenn es jetzt die richtigen Deutschland-Trikots sind, dann würde ich auch hier die richtigen reinhauen. Aber gut, kommen wir zum nächsten Skin. Und zwar, ich habe den Namen von diesem Skin vergessen, aber ultra krank, ultra krank. Ich liebe ja Skins mit Regenbogen und wir haben ja einmal den Skin mit einer Spektralspitzhacke, auch einer meiner Lieblingsspitzhacken in ganz Fortnite und die galaktische Disc als Backbling. Ultra geil und ich bin runtergefallen. Korrekt von dir. Sehr nice, finde ich, ja. Erinnert an den Taxi-Driver-Skin. Ist ja auch, glaube ich, Taxifahrerin, nur hier in einem anderen Stil, glaube ich. Und diese Styles finde ich richtig, richtig nice. So, wir haben mit Stufe 3 beim Tresor. Ich hoffe, dass wir hier Stufe 5 erreichen. Machen wir weiter mit dem nächsten Skin. Hier haben wir einen neuen Skin und zwar den Six Skin. Dort gibt es auch verschiedene Varianten. Wir haben jetzt hier die grüne Variante mit der Spektralspitzhacke. Hat man nicht gerade eben eine Spektralspitzhacke schon? Alles klar. Ich glaube nicht, dass es Spektralspitzhacke heißt, aber so sieht die Spitzhacke aus. Und wir haben, warte mal ganz kurz, wir haben 4 Sterne beim Tresor. Wir könnten 5 holen. Chillt mal kurz, Leute. Ich will kurz den 5. holen. Okay, da rechts ist. Ist das erste Mal, dass ich Gold habe, ne? Ich schwör's euch, das allererste Mal. Ich habe davor immer kein Gold gehabt. Aber wir könnten das jetzt schaffen. Warte mal ganz kurz. Da vorne, okay, perfekt, perfekt, perfekt. Da vorne ist das Ganze. Ich, das erste Mal, dass ich Gold habe. No joke, ne? Komm schon. Ja, okay, wir haben es. Nice. Erste Mal, dass ich hier Gold habe. Mal gucken, wie der Loot kurz ist. Wir kommen gleich wieder zu den Skins. Ich will nur kurz den Loot angucken. Ob da wirklich so nice ist, wie immer alles sagen. So, schnell aufmachen. Wir haben 20 Sekunden. Alles für uns. Okay, die Waffe geht so. Minis nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Chimera-Waffe nehmen wir mal mit, obwohl die nicht so geil ist. Alles klar, da kommt Pistol raus. Eine Scar oder eine goldene Pumpgun. Ja, perfekt. Das wollte ich haben. Und eine Scar wäre noch schön. Alles klar.
Naja, also Loot war okay. Wir machen einfach mal weiter, würde ich sagen. So, beim Zigskin waren wir stehen geblieben mit dieser Spitzhacke und dem Backbling. Finde ich ultra nice Kombi. Alles in diesem grün-gelb. Und so viel zu diesem Skin. Ihr könnt gerne mal, ich kann nicht mehr reden. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, was eure Lieblingskombi war in diesem Video. Einfach nur den Skin-Namen reinschreiben. Das war's auch schon. Nur wenn ihr Bock drauf habt. Und was ich richtig korrekt von euch fand, Leute. No joke, im drittletzten Video habe ich ja gefragt, wie es euch geht. Und mich juckt es halt wirklich so. Warum soll ich euch fragen, wie es euch geht, wenn es mich nicht juckt? Ich habe mir jeden einzelnen Kommentar durchgelesen. Es war so korrekt, was ihr da geschrieben habt. Richtig ehrlich auf jeden Fall. Kuss geht raus an meine Stelle hier, ey. So, dann haben wir hier eine meiner Lieblingsskins in dieser Saison. Diese Stella, ich nenne sie einfach mal Stella. Ich habe den Namen von der Kachi vergessen. Kachi, alles klar. Stella war natürlich nur ein Joke. Mit den Spitzhacken Fruit Punchers, übel nice. Und dem Tube Top Backblink hier mit diesem Fernseher. Und dem, hier. Ah, wie heißt es? Mann, hier hat das Lama drauf. So, richtig geil. Ich liebe ja eh bunte Skins, bunte Farben. Eine meiner Lieblingsskins der Season. Ich liebe diese Frau. Sieht einfach richtig, richtig nice aus mit diesen zwei Kombinationen. Dann haben wir als nächstes, wer kennt's nicht, Freunde, zweimal ein sehr besonderer Skin. Ich habe natürlich den Namen wieder von der Chaya vergessen. Ihr wisst Bescheid. Die zwei Skin-Kombis, einmal mit den Aeon Blades und einmal mit dem Backbling Hurricane. Habe ich sehr oft gespielt früher und ich mag den Skin sehr. Ich weiß leider nicht mehr den Namen, Mann. Ich wusste ihn mal, aber ich habe ihn vergessen. Tut mir leid. Die Skin-Kombi auch sehr, sehr cool auf jeden Fall. Dann haben wir eine Top 3 von mir in dieser Liste. Der Skin ist jetzt noch nicht rausgekommen. Wir wissen aber, dass der Skin rauskommen wird. Und das ist dieser Dynamit-Skin. Auf den freue ich mich so hart. Ich glaube, das wird mein Main-Skin in Fortnite. Ich liebe ihn, weil ich habe auch eine kurze Zündschnur, Leute. Ich reg mich so oft wegen Kleinigkeiten auf. Wenn Ding, wenn meine Freundin abwirkt mit Auto, 5-mal pro Tag, dann muss ich mich zügeln, da ich mich manchmal nicht aufregen kann. Okay, so ein Ding ist es. Und dieser Skin hat hier, ich werde hier gerade zugebombt, Leute, hat hier zwei verschiedene Sachen. Ein Bab und eine Spitzhacke, die halt 1:1 dazu passen. Wir haben hier einmal als Backbling das Captain America Backbling, was von den Farben halt her. Junge, könnt ihr mal aufhören, mich abzuschießen die ganze Zeit? Passt 1:1 das Backbling. Und dann haben wir natürlich hier, ich meine nicht Backbling, ich meine Spitzhacke. Sorry. Spitzhacke meine ich. Von Captain America. Und dann haben wir das Backbling. Blasting Cap, Freunde. Und sehr, sehr wilde Kombinationen. Dieser Skin sieht so nice, auch, nice aus. Der hat ja auch ein Bild, den Emote, glaube ich, drin. Den werden wir auf jeden Fall auch uns dann ziehen. In den nächsten. Hey! Ich kann nicht reden! In nächster Zeit. So. Dann haben wir einen ganz, ganz neuen Skin. Und da habe ich es mir schon gedacht, beziehungsweise es war eigentlich klar, wir haben hier den neuen Summer Ruby Skin mit der Ruby Spitzhacke und den Telemetry Backblink. Ist für mich nicht der beste Ruby Skin. Also ich bin ein krasser Ruby Skin Fan, aber manche Summer Skins sehen einfach wack aus. Ich weiß nicht so. Im Gegensatz zu den originalen Skins. Es gibt 2, 3 Skins, die in Summer Edition sehr wild aussehen. Da kommt jetzt gleich noch einer in der Liste gleich. Und so viel zu dem Summer Ruby Skin und den verschiedenen Dingen. Dann haben wir einen ganz, ganz krassen Skin, Freunde. Und gebt euch mal diese Kombination. Wir haben hier den Summer Midas. Gerade habe ich es angesprochen. Es gibt ein paar Skins, die ultra nice aussehen in Summer Edition. Und Midas ist einer davon. Digga, Midas ist einfach Playboy. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Jeder steht auf den. Ich fast auch. Und wir haben hier einmal den Midas mit Sonnenbrille-Style auf. Und mit Oberkörper frei. Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich wild. Hier mit den ganzen Tattoos, die dann Gold werden. Und wir haben hier als
geht denn bei dem da unten? Der kann sein Gegner, ist aber einfach eine IO-Wache. Wir haben hier einmal als Backbling den 2020er Kickflip Skateboard in Gold-Schwarz gehalten, sodass es perfekt zu Midas passt. Und als Spitzhacke, wie man ihn nicht anders kennt, Midas lockt halt ein paar Golddigger an mit der Golddigger Spitzhacke, Freunde. Richtig fresh hier. Das ist auf jeden Fall die besten Skin-Kombinationen im Juni gewesen. Sehr, sehr nice. Ich habe richtig Bock, auch so öfters Video zu machen, um das euch zu zeigen. Und übrigens den Instagram-Kanal, von dem ich diese ganzen Bilder habe, werde ich unten verlinken. Der macht immer so Skin-Kombinationen. Und Ehrenmann. Und ich fand die so nice, Skin-Kombinationen. Ja, direkt liefen. Direkt liefen, Leute. Das war's halt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst Bescheid. Wir gehen in ein anderes Video morgen rein. Vergesst nicht, Klasmo abzuchecken. Ihr wisst Bescheid. Bis dann. Haut rein und ciao, ciao.